Wieder war es zum erneuten Male anwesend. Gemeint ist Flitzi, das lustige Maskottchen des sächsischen Kindersportabzeichens. Dieses machte nun am letzten Januarwochenende in der Turnhalle der Kolditzer Sophienschule zum 6. Mal Halt. Und noch bevor alles losgehen sollte, stand die kleine Maus bei den Kleinen hoch im Kurs. Über 50 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 3 und 7 Jahren folgten wieder der Einladung des Kolditzer Turnvereines. Unter der Leitung von Regina Paul und Manja Puhn mussten sie an 7 Stationen ihre Beweglichkeit unter Beweis stellen. Doch bevor es richtig losging, zeigte die Kindertanzgruppe Wildcats einen kleinen, einstudierten Tanz. Wichtig für jeden Sportler ist vor dem Wettkampf die richtige Erwärmung. Und nach dieser konnten sich die kleinen, neuen Sportler nun an den Stationen austoben. Seit Juli 2013 ist das Kindersportabzeichen Flitzi, die niedliche Sportmaus, in Sachsen unterwegs. Sie führt die Kinder durch alle 7 zu bewältigenden Stationen. Entsprechend unterschiedlicher Leistungsvoraussetzungen werden die Übungen in ihrer Ausführung und Bewertung nach den Altersgruppen 3 bis 4 und 5 bis 7 Jahre differenziert. Hierbei geht es nicht um Höchstleistungen. Alle sportlichen Disziplinen müssen absolviert werden. Ob beim Standweitsprung, Zielwerfen, Rumpfbeugen, Pendellauf, Balancieren, Springen wie ein Hampelmann oder beim Rollen, sollen den Kindern positive Bewegungserlebnisse bzw. der Spaß an der Bewegung vermittelt werden. Die Kinder sollten selbst die Reihenfolge der abzuarbeitenden Stationen wählen. Mit der Unterstützung der Eltern oder Großeltern absolvierten die jungen Sportler dann diese. Für jeden erfolgreichen Versuch erhielten sie bis zu 3 Punkte, die am Ende als ein kleiner Käse auf der Urkunde erschienen. Während man an der einen anstehen musste, erwiesen sich andere Stationen als vielleicht nicht so interessant, doch auch die mussten durchlaufen werden. Bevor letztlich die kleinen Sportler, stolz wie Oscar, ihre Urkunde und den Flitzi-Pin in Empfang nehmen konnten und den Eltern präsentierten, hatten die Damen des Turnvereins alle Hände voll bei der Auswertung zu tun. Und wie bei den Großen durfte am Ende das gemeinsame Siegerfoto nicht fehlen. Außerdem stellte an diesem Tag der Kolditzer Turnverein die Mitmachinitiative Kinder stark machen, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, vor. Das ist eine Initiative für frühe Suchtvorbeugung ab dem 4. Lebensjahr. Ob das Elternhaus, der Sportverein oder die Schule und der Kindergarten. Erwachsene, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche tragen, können Kinder in ihrer Entwicklung stärken und unterstützen. Der 6. Flitzi-Tag war wieder ein Erfolg, denn mit so einem Ansturm hätten sie nicht gerechnet, die Verantwortlichen.